liebe Freunde, moin moin, servus, grüß Gott, grüß euch oder einfach nur Hallihallo, Hallöchen zu einem weiteren Konosuba-Video auf meinem Kanal, der Glorious Schwabi hier. Und heute bin ich nicht alleine, der liebe Ryuk ist auch dabei. Hallo. Und wie ihr wisst, wenn der Ryuk dabei ist, dann gibt es eigentlich nur noch eine Variante, denn wir sprechen über Konosuba Fantastic Days. Und ja, ich habe schon ein Video dazu gemacht. Der erste leckere Feiertag in Konosuba steht an. Das ReZero Collab, auf das wir uns schon sehr, eigentlich von Anfang an freuen, seitdem wir wissen, dass das Spiel auf Global rauskommt. Und da gibt es ganze 4 neue Units zu ziehen oder zu erspielen. Und über die wollen wir heute reden, Ryuk. Ja. Ziemlich gehypt auf das Collab und sind auch ein paar gute Units dabei. Vorneweg, bevor wir über die Units sprechen, einfach mal so die Frage jetzt an dich. Warum ist denn der ReZero-Banner so empfehlenswert? Mal abgesehen davon, dass es ein Collab-Banner ist. Ja gut, auch wenn du es gerade angesprochen hast, aber es ist ein Collab-Banner. Heißt, ihr habt jetzt einmal die Möglichkeit, während dem Event zu pullen, danach nie wieder. Sehr wahrscheinlich nie wieder. Und es sind einfach Units dabei, die sehr, sehr lange, sehr stark in der Meta sind. Was bei Collabs ja eigentlich selten der Fall ist, aber hier ist es der Fall. Genau, also es ist sowohl für die Leute, die gerne sammeln, ein extrem notwendiger Banner, weil nur die 2 Wochen, sage ich jetzt mal, wo der Banner da ist, habt ihr die Chance zu pullen und dann nie wieder, wie Ryuk schon sagt. Und halt auch meta-relevante Units. Und das ist wirklich was Besonderes bei Collab-Bannern, sage ich mal. Denn ich spiele ja jetzt ein paar Gacha-Spiele auch schon ein Weilchen, ne? Und ich wüsste jetzt gerade auf die Schnelle, kann ich dir kein Game nennen, wo so wirklich Collabs dabei waren, wo die Units wirklich meta-relevant waren. Und um ehrlich zu sein, freut mich das sogar, dass das bei Konosuba so ist. Und mit ReZero auch den perfekten Partner gefunden. Und es kommt noch ein perfekterer Partner, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Der Machi. Aber lass uns über ReZero reden, lass uns über die Units reden. Wir wollen beginnen mit der Free-to-Play, ihr seht sie schon, mit der Free-to-Play-Unit, nämlich Emilia. Und ich muss ja sagen, ne, auf die bin ich so richtig, richtig im Hype. Nicht nur, weil ich weiß, dass sie relativ lange Arena-relevant sein kann und Story-relevant, sondern weil ich einfach ein kleiner Emilia-Fanboy bin, muss ich sagen, und das Artwork insane finde. Und der Rio kann euch jetzt sagen, warum genau die Emilia so lange relevant sein kann. Erstmal vorweg, wie ich schon gesagt habe, Emilia ist die Free-to-Play-Unit, sprich, ihr spielt das Event, könnt sie euch kostenlos erspielen. Und was die auch sehr stark macht dadurch, ihr könnt sie dadurch halt auf komplett Maximum bringen bei den Skills auf 5-5-5, also die maximale Stufe. Und Emilia wird eine sehr lange Zeit, bis die Legendary Aqua kommt, mit großer Wahrscheinlichkeit der beste Support im Spiel sein erstmal. Emilia wird eine Wasser-Unit, bekommt, was sie Entwickler sich dabei gedacht haben, was finde ich ziemlich gut, Aqua als Sub-Unit, weil du hast ja nur eine Emilia und die muss ja trotzdem irgendwie von Sub-Units profitieren, deswegen nehmt ihr da Aqua als Sub-Unit. Was gibt es zu Emilia zu sagen? Die hat einen Wasser-Auto-Attack, einen Heal und einen Ace-Cleanse, was schon mal sehr gut ist für manche Arenen. Und was sie halt auf jeden Fall so stark macht, ist ihre Ultimate-Aufladung, den sie auf ihrem zweiten Spell hat. Nämlich eine 20% Aufladung von ihrer Ultimate. Und das ist halt schon sehr stark. Und sie war, wenn ich mich richtig erinnere, auf JP auch der beste Support, bis die Aqua kam. Genau, bis die Collab, die Anniversary Aqua kam. Bei Emilias Ulti muss man halt dazu sagen, sie hat einen Tier 3 Physical und Magic Defense Buff, was sie so unglaublich stark macht. Haltet sehr viel aus. Also ihr hört schon raus, ne? Also selbst wenn ihr sagt, nee,
ReZero feiere ich gar nicht. Ich will auch nicht für die Units pullen, weil ich kann nicht oder will nicht oder will auf Weihnachten warten, whatever. Nehmt auf jeden Fall diese Free-to-Play-Unit mit. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen. Es ist schon sehr erstaunlich, wie stark sie für eine Free-to-Play-Unit ist. Vor allem dann von einer Anniversary-Unit vertrieben zu werden, ist, glaube ich, dann auch keine Schande. Ja, liebe Leute, dann geht's nämlich weiter mit Unit Nummer 2 und das ist die erste pullbare Unit, die erste 4-Star-Unit und die erste, also pullbare ReZero-Unit und das ist nämlich die blauhaarige der zwei Zwillinge. Es ist Rem und ich weiß, Ryok hätte sich Ram gewünscht, aber jetzt habe ich den Faden verloren, aber Rem ist auch wundervoll. Und ich freue mich auch sehr, sehr auf diese Unit. Ich finde übrigens das Artwork auch grandios. Ist mir beim ersten Mal gucken mir aufgefallen, wie die Darkness sich da eigentlich schon wieder drauf aufgeilt, wie, naja, stark die Rem eigentlich ist. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin leider ein kleiner Ram-Fanboy, aber die Rem würde ich trotzdem gerne nehmen. Aber es gibt zu Rem zu sagen, vorweg, sie nimmt Megumin als Sub, also Match-Unit-Subs. Und das ist, sie ist eine Wasser-Unit, aber ich habe es gerade mal angesprochen, Megumin-Subs sind leider ein bisschen suboptimal für Rem, denn Rem ist an sich eine komische Unit. Sie hat ein sehr starkes Hit, sie hat einen Tier 2 Self-Agility-Buff, sie hat Damage, was auch gleichzeitig dein Team heilt, aber was bei ihr ein bisschen das Problem ist, sie hat Magic und Physical Attacks. Obwohl sie eigentlich eine physische Unit ist, hat sie auch magische Angriffe. Und das ist weird. Muss sie leider ein bisschen einschränken. Ja, vor allem, weil sie mit Megumin dann Magic-Sub hat, aber eigentlich Physical Damage stehlen will. Weil ihre Ulti halt Physical Damage ist. Aber auch hier wieder, das Kit an sich ist sehr stark. Mit ihrer Ulti hat sie einen Tier 3 Physical und einen Tier 3 Magic-Attack-Buff, was sehr stark ist. Ich behaupte auch mal, sie wäre sehr, sehr weit oben in der Tierliste, wenn sie nicht das Problem mit dem gemischten Angriff hätte. Ich vermute halt mal, diesen gemischten Angriff haben sie halt wirklich anime-getreu gemacht, weil mit ihrer Keule, das ist halt nun mal Physical, greift sie ja im Anime auch an und ansonsten hat sie ja die Magic Attacks auch drauf und deswegen vermute ich mal, dass sie es wirklich anime-getreu machen wollten, was dann fast schon wieder cool ist. Und sie es halt deswegen so ein Mesh-Up gemacht haben, was halt aber für so eine Unit, wie Ryok schon sagt, einfach schmerzhaft ist fürs Buffen. Es ist cool, ja. Vor allem, weil das Spiel sich bei vielen Dingen sehr an Anime-Vorlage hält. Aber es ist leider ein bisschen suboptimal. Würde sie wirklich nur physischen Damage machen und hätte einen physischen Sub, wie sagen wir einfach mal Kazuma, dann würde sie davon um einiges mehr profitieren. Aber auch so eine spielbare Unit, nur nimmt sie sich leider selbst ein bisschen raus. Kommen wir, liebe Freunde, zur nächsten Unit, die nächste pullbare Unit. Dieses Mal ist es eine Konosuba-Unit im ReZero-Style. Im Artwork steht ja schon die Emilia hinten drauf. Es ist die liebe Aqua im Emilia-Outfit. Und auch hier muss ich wieder sagen, das Outfit steht ihr überragend gut. Die Artworks allgemein von diesem kompletten Collab sind einfach Zucker. Also das ist eins besser wie das andere. Und die Unit an sich könnte man als die Schwächsten oder die Schwächste der vier bezeichnen. Und warum? Das sagt euch wieder der liebe Ryok. Also es ist leider, wie Schwabe schon gesagt hat, mit Abstand die schwächste Unit aus dem Collab. Optisch würde ich allen eine 1 geben, keine Frage. Aber von der Brauchbarkeit ist die Aqua her leider die schlechteste. Die Aqua ist eine Wind-Unit, benutzt ganz normal Aqua-Subs von sich selbst. Das Problem ist einfach, sie macht nichts wirklich gut. Also sie macht nichts besser. Wo wir wieder beim Thema Anime getreu sind. Ja, leider. Ja, was soll ich sagen? Es gibt einfach bessere Units. Sie ist vom Element Wind
Sie ist eine physische Wind-Unit und die, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Aqua wird viel in der Arena benutzt, nur halt leider nicht die Aqua, sondern andere Aquas, die einfach besser sind. Okay. Sie kann nichts besonders gut. Und das war's auch schon. Ihr könnt sie als Subunit nutzen. Oder halt, ja, einfach, oder halt einfach fürs Sammeln, weil wie gesagt, ihr werdet halt nur diese eine Chance haben, die zusammen. Aber, also ich will die alle haben, das ist übrigens mein ganz großes Ziel. Also ich bin auf dieses Call-Up und auf das nächste sehr, sehr gehypt. Das sind meine Main-Ziele, da wirklich alles rauszupullen. Bei anderen Bannern kann ich drauf verzichten, sage ich mal, wenn ich es mal nicht schaffe. Aber das sind wirklich Units, die ich alle haben will. Auch die Aqua. Und selbst wenn sie useless ist, ich meine, wir kennen Aqua nicht anders. Und deswegen liebt man sie doch trotzdem. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zum Main Event, wenn man so will. Jetzt kommen wir zu der Unit, die man pullen will. Die jeder haben will, die man fast schon haben muss. Wir kommen zu Megumin im, RAM-Outfit, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja RAM, deswegen sage ich jetzt im RAM-Outfit. Das ist quasi der RAM-Ersatz. Nämlich, auf dem Artwork seht ihr es ja schon, es sind Megumin und RAM im Doppel. Sehr, sehr schönes Artwork. Das ist, glaube ich, auch mein Highlight von den Vieren. Und auch die Unit ist das Highlight von den Vieren. Das ist mit Abstand die stärkste Unit, die ihr ziehen könnt. Bis heute, soweit ich das verstanden habe, in JP immer noch mehr als relevant in allen Kategorien, die wichtig sind. Und ja, Jörg, warum? Also erstmal vorweg, es ist eine Feuer Light Rem, also hauptsächlich Element Light, aber ihre Ulti ist halt Feuer, wie wir es kennen. Megumin. Was? Sorry, hab ich gerade was anderes gesagt? Was Rem gesagt? Sorry, ja, Megumin. Bin verwirrt, Megumin im REM-Outfit. Aber gut. Was macht die Megumin so stark? Das Wichtigste vorweg, der Hauptcontent, den ihr spielen wollt, ist Arena. Ihr braucht in der Arena für die ersten zwei Raids AOE. So, was kann diese Megumin? Sie hat zwei Skills mit AOE damit, was euch enorm viel Zeit spart und enorm weiterhilft in der Arena. Das ist schon mal sehr stark. Was die zwei AOE-Spells noch besser macht, ist, dass beide AOE-Spells einen Buff für euer Team haben. Der erste AOE-Spell bufft euren Magic Attack für alle Units. Und der zweite, was für eine Magic Unit zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorhanden ist, soweit ich weiß, ist ein Agility-Buff für das ganze Team. Auf einem AOE-Spell, was unglaublich stark ist. Sprich, sie hilft euch in den ersten beiden Raves weiter. In der letzten Rave hat sie ihre Ulti und macht das, was Megumin halt macht. Sie macht Explosion, macht einen Haufen Damage und switcht dann raus für eine andere Unit, die consistent Damage macht. Und genau das macht Megumin selbst jetzt in JP noch zu einer der drei besten Units im ganzen Spiel. Und es sind schon Anniversary Units raus und das mehr als zwei Stück. Das heißt, das zeigt nochmal, wie stark die Unit eigentlich wirklich ist. Ja, also wie gesagt, sie ist in JP selbst heute noch eine der besten Units im Spiel und sie wird in fast jeder Arena gespielt, sofern es nicht die Feuerarena ist. Dort wird man später die Legendary Megumin benutzen, aber die Tatsache, dass die Unit in JP immer noch zu den besten zwei oder besten drei Units gehört, sagt schon einiges aus, dass ihr die wirklich pullen wollt. Spricht also für sich. Ja. Da bei dem Charakter kann man sagen, Optik ist mindestens genauso gut wie die Nutzbarkeit. Ups. Kamera verschoben. Ja. Da wird Schwaben schon ganz nervös, wenn er hinkommt. Also, liebe Leute, was bleibt abschließend zu sagen? Das ReZero Collab, so wie ich das rausgehört habe, und Rio, glaube ich, auch, am 9.11. ist es soweit. Da geht der Banner live. Was solltet ihr bis dahin tun? Meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach,
keinen einzigen Quarz mehr ausgeben. Ich gehe sogar so weit und sage, scheißt auch auf die Dailies, falls ihr sie habt. Geht wirklich, falls vor allem, falls ihr kein Petit-Fall habt, versucht noch so viel zu erfahren, wie ihr könnt. Wenn ihr kein Petit-Fall habt, spart alles für diesen Banner. Es ist schon lohnenswert. Allein schon für die Megumin, wie gesagt, die Aqua ist jetzt nicht ganz so geil, aber auch die Rem ist sehr, sehr spielstark. Und die Free-to-Play-Unit auf jeden Fall mitnehmen, denn Emilia ist wahrscheinlich, so wie ich das überbrücken oder überblicken kann, die beste Free-to-Play-Unit, die es in diesem Spiel JP mitgerechnet bisher gibt. Ah, zwei Kleinigkeiten vielleicht noch. Also nochmal kurz zusammengefasst, es ist wirklich eine sehr starke Free-to-Play-Unit, die ihr unbedingt mitnehmen solltet. In dem Fall auch einen kleinen Tipp, wenn ihr jetzt das aktuelle Event oder das nächste Event noch durchrushen wollt, hebt euch eure Ausdauerkeulen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die euch Ausdauer wiederherstellen, hebt sie euch auf. Macht nur das, was ihr machen könnt, ohne wirklich Ausdauer zu verschwenden und geht dann sehr bei gut, dem Kondosuva-Event all in, was eure Ausdauer betrifft, um die Emilia auf jeden Fall auf maximaler Stufe zu haben. Sehr gut, ja. Und der zweite Punkt? Das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen so gemischt miteinander. Kein Problem. Auf jeden Fall, was wir ja noch sagen können, für die, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, also ich habe jetzt noch das Bedürfnis, das zu erwähnen. In dem, ich schätze mal, halben Jahr wird dann das nächste Collab kommen. Das ist mein Weihnachten, Leute. Dann gibt es noch nämlich einen Damachi-Collab. Ja. Und das hypt mich sogar nochmal 5% mehr wie das ReZero-Collab, obwohl die Units nicht ganz so strong sind, gerade wenn man jetzt die Megumin im Vergleich nimmt. Nichtsdestotrotz, das ist... Und in JP ist Collab Nummer 3 schon angekündigt worden, beziehungsweise ist, glaube ich, aktuell sogar am Laufen, nämlich ein Overlord-Collab. Auch sehr gehypter Anime. Und ich muss sagen, also die Collabs, die sie sich da ranholen, ist schon 1A mit Sternchen, also finde ja, ich sehr, sehr geil. Noch ein kleiner Punkt dazu, beim Danmachi Collab jetzt auch wieder eine Unit geben, die mit zu den Besten im ganzen Spiel gehört. Wir spoilern jetzt mal noch nicht, welche Unit das ist, weil es noch ein bisschen hin ist bis dahin. Aber könnt ihr euch auch drauf freuen, die ist auch sehr stark, die Unit. Was ich bisher so gehört habe, das Overlord Collab wird nicht ganz so stark, aber auch die wahre Unit. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Schaut gerne auf Discord vorbei und lasst den Konosuba-Channel dort ein bisschen wachsen. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das Video seht. Und Ade, es war wunderschön. Rio kann das letzte Wort. Ciao. Schreibt in die Kommentare bei Fragen, Anmerkungen, kommt in den Discord, verbreitet Liebe und viel Glück beim Pullen.